dieses Projekt braucht ihr einen Bilderrahmen, Volumenvlies, 5 mm Dicke reichen aus, einen Bezugsstoff, einen Bleistift, eine Stoffschere, einen Tacker und natürlich Tackernadeln. Zuerst muss die Rückwand von dem Bilderrahmen entfernt werden. Die vordere Abdeckung, das Glas und das Passepartout sind über. Als nächstes wird die Rückwand auf das Volumenvlies gelegt und mit dem Bleistift machen wir uns Markierungen, wo wir lang schneiden müssen. Dann schneiden wir es aus und beim Stoff gehen wir ebenso vor. Allerdings nehmen wir, wenn wir die Rückwand als Schablone nehmen, circa 1 cm je nach Dicke der Rückwand Abstand, damit wir etwas Platz haben, um den Stoff nachher umzufalzen. So, Stoff schneiden wir natürlich aus. Nachdem wir die beiden Stoffelemente zugeschnitten haben, nehmen wir den Bezugsstoff zuerst und prümmeln ihn ein wenig in die Ecken des Rahmens hinein. Um diese Konstruktion vorläufig zu fixieren, nutzen wir die dafür vorgesehenen Halteklammern des Rahmens, aber um es richtig zu befestigen, brauchen wir schon den Tacker. Nach diesem Arbeitsschritt lässt sich die Rückwand nicht mehr vom Rahmen entfernen, also am besten vorher überprüfen, ob der Stoff richtig sitzt und alles von vorne auch gut aussieht. Überstehende Reste vom Bezugsstoff lassen sich jetzt noch abschneiden. Jetzt können wir die Buttons befestigen. Optimalerweise fädelt ihr dabei nur die Hälfte der Nadellänge durch den Stoff. Dadurch habt ihr dann nachher noch genügend Spielraum, um die Nadel zu schließen.